Okay, es geht weiter. Chion, sagst du? Ein Dreierteam, das ist neu. Hm, ja, ein bisschen. Okay, was hast du für neue Sachen? Vielleicht für meinen Gleiter, irgendwas? Hast du irgendwas für meinen Gleiter? Nichts für meinen Gleiter. Schmieden. Vitra. Phantom. Jetzt auf einmal kommen die, oder was? Prestige Plus. Ja, jetzt auf einmal kommen die. Scheiße, Mann. Ich hol mir dieses hier. Ein Prestige Plus ist ja immer besser. Tafeln. So. Erstmal die Stufe hier rein. Dann suchen wir diesen Frist. Den Gleiter hier. Den wir nirgendwo reinmachen können. Wartet. Okay, weiter geht's. Kurz wieder mal gestört, aber ist ja nichts Neues. Gehen wir mal ein Toffifee. Prestige Plus. Da bist du ja. Mach das hier weg. Dann mach den hier rein. Berichte, was hast du da? Chion schläft immer noch und ich lege Doppelschicht, nein, um ihre Auswahl auszugleichen. Axel und ich unterhalten uns noch mehr über Blödsinn. Danach gehen wir zurück zum Schloss und legen Chion eine Muschel aufs Kopfkissen. Es wäre schön zu sehen, wie sie lächelt, wenn sie es findet. In Nimmerland hatte ich wieder diese Bilder im Kopf und als ich geflogen bin, kam es mir so vor, als hätte ich das schon mal getan. Ist der Junge in Rot auch mal geflogen? Ist es das? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Hab ich das schon? Ja, hab ich wohl. Okay. Oh, ich liebe Toffifee. So sehr. Behege die beiden Herzlichen. Ich kann mir einen Flammenwirbel und einen Zerstörer aufgebaut. Viele und die Herzlichen meiner mit Acker. Oh, dürfen doch da weg. Okay. Das dritte wäre so easy. Das macht bestimmt Spaß, oder? So zu dritt. Ja, ich glaube, das ist meine erste Dreier-Mission. Aber denk daran, es ist immer noch eine Mission. Das ist kein Ausflug. Ja, schon schön wieder auf die Beine zu sein. Setz dich aber nicht zu sehr unter Druck. Okay, wir übernehmen den Rest. Alles klar, danke. Okay, es gibt vier Schatztruhen. Ist hier ein Gegner drin? Nein, da ist kein Gegner. Aber hier ist ein Gegner. Sehen wir mal, wie schnell das da oben gehen soll als Dreier-Team. Du willst unbedingt, dass ich dich treffe, oder? Ich habe gar keine Kontrolle mehr über ihn. Yay, ist der Explosion. Geklärt. Verdammte Scheiße, Mann. Hab ich noch einen Toffifee? Ja, drei Stück. Einen noch. Okay. Richtig, ne?
Hier kann ich nicht durch. Oh, Emblem. Und los geht's. Einmal. Komm, stirb. Komm, diese komischen Wichser will ich noch umbringen. Wenn das vorbei ist, ist der ein leichtes. Feuer in meinem Inventar. Okay, noch Feuersäbel. Naja. Machst du gerade Feuer gegen einen Heilgegner? Oder. Also, der ist gerade. You asked for it. Den kann man auf dem Boot zur Strecke bringen? Wieder heilig, voll geil, danke. Zum Glück ist das viel easier. Meine Druckenglieder, halt mich. Komm. Okay, ich habe ja gerade mein Leben zurückbekommen. So, weg mit dir. Können wir dafür ein Aktimier? Ah, lecker. Ist der Weg frei? Warte mal. Dann versch... Ach so, verstehe. Aber... Hä? Dann hätten sie da oben auch den Weg freilassen können, wenn man auch hier hingehen könnte. Hm. Na, okay, nächstes Geil. Ach komm. Weg mit mir. Die hätten hier echt diesen Weg hier lassen können. Macht eigentlich keinen Unterschied. Ach, auf euch pfeife ich mal. Okay. Shion! It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Okay. Ich habe Shion, der liebe das hier. Wartet. Okay, es geht weiter. Okay. Das ist unser fucking Ziel. Aber erstmal die Truhen holen. Ja, Leute, erst die Truhen holen.
Weil, wenn wir das jetzt nicht machen, müssen wir nochmal die Mission machen, um die Drohnen alle zu holen. Jetzt wird Set. Ist hier irgendwo ein Abzeichen oder so? Okay, kein Abzeichen. Ich kümmere mich um den Großen hier. Ich verstehe jetzt nicht. Komm. Ich bin genau zu diesem Wichser hingeführt. Komm. Verdammte Scheiße, so knapp. Naja, wir haben jetzt alle Truhen. Sora. Schon wieder sein Name. Shion. Schon okay, sie ist nicht verletzt. Aber Axel. Axel, Mann. Gehen wir zurück zum Schloss, okay? Okay. Ah, da ist ja unser Freudenschein, unser Morgenschein hier. Der immer gerne lacht. Hat ja nicht lange gedauert. Ist sie wieder ausgebrochen? Sie ist kein S. Halt die Schnauze. Halt den Mund. Okay, so kann man es auch sagen. Roxa sagt einfach nicht so, guck dir nur böse an. Was willst du mal? Du hast dich verändert. Etwas im Schloss des Infalls hat dich verändert. Bedeutet dir die Vergangenheit gar nichts mehr? Kingdom Hearts. Machst du dir Sorgen um sie, Axel? Natürlich. Sieht dir gar nicht ähnlich. Was meinst du damit? Du hast Probleme. Roxas? Ich treffe mich jeden Tag mit euch zum Eisessen, oder? Warum tue ich das? Was? Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, müsste ich mich doch eigentlich keine Mühe geben, oder? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, warum ich das tue? Weil ihr meine besten Freunde seid. Wir drei sind unzertrennlich. Sind wir das? Ja, merkt ihr das. Und beste Freunde kümmern sich um Probleme. Ja, das hast du schon mal gesagt. Danke, Axel. Du bist süß. Oh. Fühlst du dich besser? Mir ist gerade etwas schwindelig. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen um mich macht. Jag uns bloß nicht wieder so einen Schrecken ein, okay? Okay. Und du gehst heute locker an. Mach ich, danke. Okay. Na, Mini zeichnet wieder mal. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Axel so eine Mähne hat. Okay. Stufendoppler, das ist gut. 194. Wie es sein sollte. Neuer Eindruck noch das Tagebuch. Okay, Demix fehlt und Saldin fehlt. Aber erstmal diesen Stufendoppler reinbringen. Was ist das für eine eklige Form, verdammte Scheiße? Okay, das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Okay.
Okay, Stufendoppler, kommst mal rein. Und du kommst auch noch mal rein. Und du kommst auch hier rein, verdammt. Ich komme immer durcheinander mit den Stufen hier, also mit den Knöpfen. Okay, was habe ich alles weggepackt? Rucksack habe ich noch eins hier. Magie habe ich weggepackt, das weiß ich. Steh auf, Männchen, ist klar. Schammer. Nicht noch etwas? Ich habe hier echt zu viel Platz. Schade, dass man es nicht so drehen kann. Magie bräuchte ich jetzt noch etwas. Passt ja. Vitra. Blitzra kann man immer gebrauchen und Feuer. Okay, Stufe 26. Berichte. Shion ist wieder wach. Wir drei wollten eigentlich nach unserer Arbeit zusammen Eis essen gehen, aber sie verlor wieder das Bewusstsein und wir mussten sie nach Hause bringen. Ich habe mich mit Misaix in ihrem Zimmer unterhalten, bis sie wieder aufwachte. Er sagte, wir drei wären beste Freunde. Unzertrennlich. Oh. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Und wir sehen uns im nächsten Part.